Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Mount, das wir von einem Händler holen können. Und zwar sind wir einmal in Hallsturz hier in Meralda auf den Koordinaten 42, 55 und dort haben wir einmal die Ruhmhändlerin. Die Frau Stahlstoß, und die verkauft uns verschiedene Waren. Wir wollen uns einmal das Mount hier holen, und zwar Zinnober Roter Kaiserlux. Und der kostet einmal 8125 Resonanzkristalle. Wir können den erst holen, wenn wir auf einer gewissen Ruhmstufe sind. Und zwar ist es hier Ruhmstufe 21. Und wie wir da hinkommen, werde ich euch gleich mal ein bisschen erklären. Wir schauen uns jetzt aber erstmal, würde ich sagen, das Mount einmal an. So, das haben wir gelernt. Und dann gucken wir mal, Kaiser Lux, da gibt es ja mittlerweile schon ein paar mehr. Den Furchtlosen hatte ich euch schon mal gezeigt und jetzt haben wir hier den ein bisschen heller roteren, oder Zinnoberrot, wie er heißt. Und ich muss sagen, den finde ich tatsächlich cooler als den anderen. Ich habe mich immer noch nicht so ganz mit den Luxen angefreundet, weil die so ein bisschen zusammengeschoben aussehen. Aber der ist gar nicht so schlecht. So, Mount Special können wir auch noch anschauen. Ist bei diesen ganzen Tiger-Mounts, sage ich jetzt mal, immer das Gleiche, ne? Weil sie dieses Brüllen, nichts Besonderes. Und ja, dann würde ich sagen, erkläre ich euch mal, wie ihr den Ruf ein wenig erhöhen könnt. Also in der Zone, wie bei den meisten Fraktionen jetzt in der Warwolf Inn, müsst ihr als allererstes mal die Kampagne spielen. Darüber gibt es schon mal einen guten Ruf. Dann könnt ihr die Sidequests mitnehmen. Die könnt ihr über das Achievement tracken, beziehungsweise es gibt auch Möglichkeiten über Add-ons zu schauen, wo jetzt noch eine Sidequest offen ist, die ihr braucht. Da könnte ich euch empfehlen, All the Things, da kann man zum Beispiel auch Quests tracken. Dann, was ich als nächstes empfehlen würde, sind World Quests, die könnt ihr hier in der Zone absolvieren. Die bringen immer wieder Ruf, die ploppen teilweise täglich auf. Und zusätzlich könnt ihr dann noch euch einen Vertrag draufhauen, den kauft ihr im Auktionshaus oder lasst ihn durch einen Inschriftenkundler bauen. Da gibt es dann für jede abgeschlossene World Quest noch extra Ruf. Zusätzlich habt ihr die Option, einmalige Schätze aufzumachen. Da kann ich euch mein Video zu empfehlen oder ihr holt euch Handy Notes und lasst euch die Schätze einmal auf der Map anzeigen. Zusätzlich, neben den Schätzen, könnt ihr auch noch Ruf über Rares kriegen und das sogar wöchentlich. Die Max-Level-Rares, die bringen wöchentlich einmal Ruf. Über das Add-in Handy-Notes seht ihr auch, welchen Ruf ihr schon erhalten habt, beziehungsweise welcher für die Woche noch offen ist. Zum Beispiel seht ihr hier, plus 150 Rati von Hallsturzruf und da steht erhalten dran. Ne? Wenn ihr es nicht erhalten habt, ist bei Handy-Notes so, dass dann einmal rot nicht erhalten dran steht oder offen oder weiß jetzt nicht genau, wie der Wortlaut ist und der Totenkopf hat dann eine andere Farbe und dann wisst ihr, okay, da kann ich quasi noch meinen Ruf mitnehmen. Zusätzlich gibt es in der Zone noch ein Special Event und zwar hier oben diese Höfe und da gibt es ja diese Schlüsselflammen, sowohl die großen als auch die kleinen. Bei den großen bekommt ihr, wenn ihr das abschließt, nur so einen Sack am Ende, wo auch ein Mount drin sein kann, das was ich euch vorhin gezeigt habe, der andere Lux. Und bei den kleinen, die müsst ihr für euch persönlich aktivieren und da ist es dementsprechend so, dass ihr durch die Quests A 200 Ruf bekommt. Das sind, glaube ich, 8 Quests pro Woche. Also doch einiges an Ruf, ne? Und ja, die sind halt, wie gesagt, weekly. Also die könnt ihr auch noch jede Woche einmal mitnehmen. Genau, das waren so die Möglichkeit, den Ruf zu farmen. Einige der Sachen, die ich euch eben erklärt habe, bringen euch natürlich nebenbei auch noch die Kristalle. Und wenn ihr genug habt, könnt ihr euch dann das schicke Mount kaufen. Damit sind wir aber auch schon wieder am Ende vom kleinen Mount Guide. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.